Servus, nun ist es passiert, das Attentat auf Donald Trump. Wir wissen nicht, wer wirklich dahinter steckt, ob wir es jemals erfahren werden, keine Ahnung. In den meisten Redaktionen herrscht aber panische Angst, und zwar davor, Donald Trump als Opfer darzustellen. Und das selbst dann, wenn es einen offensichtlichen Mordversuch gibt. Und damit wird ein Weltereignis wie das Attentat auf den US-Präsidentschaftskandidaten zu einem absurden Tanz um einen irren Wortbrei. Nun, man kann zu Donald Trump stehen, wie man will. Ich selbst bin ganz grundsätzlich bei amerikanischen Präsidentschaftskandidaten immer etwas vorsichtig und zurückhaltend und skeptisch, und ich war letztlich auch nicht wirklich überzeugt von seiner letzten Amtszeit. Aber wenn auf einen US-Präsidentschaftskandidaten ein Attentat verübt wird, und wir dürfen schon vermuten, zumindest wer dahinter steckt, dann kann dieser Kandidat so schlecht nicht sein. Da haben doch einige Sorge davor, dass ihnen, falls Trump die Wahlen gewinnt, und alles deutet darauf hin, die Fälle davon schwimmen. Orban übrigens ist ja zurück von seiner Friedenstour. Er hat dort ja auch Trump getroffen. Er hat auch den chinesischen Präsidenten getroffen. Er hat mit Zelensky verhandelt. Also er war viel unterwegs, und auch darüber ist in den Medien bei uns eher negativ berichtet worden. Dabei wären gerade diese Friedensverhandlungen so wichtig. Wenn wir jetzt mal diese Friedensmission von Orban sehen und das Attentat auf Trump und das ein bisschen ins Verhältnis setzen zu dem, was Irlmaier so erzählt hat in der Vergangenheit, naja, dann könnte es schon sein, dass man hier noch einen heißen Sommer bekommt. Denn er hat ja dann gesagt, wenn alle nach Frieden schreien, dann geht's plötzlich los. Also für die Irlmaier-Fans unter Ihnen, ich bin da offen, aber ich sag mal, ihm auch nicht verfolgen. Wenn wir in die Nachrichten schauen, die es in den USA so gibt, naja, dann ist klar, es dreht sich alles um die kommenden Wahlen. Jetzt im Moment natürlich verstärkt um das Attentat. Und da wird immer wieder der mächtigste Mann der Welt, nämlich der senile Joe Biden, als der beste Kandidat und beste Führer des Landes dargestellt. Ansonsten sehen wir auch dort viele diverse Experten, die alles Mögliche plappern. Es sind eben Plapperpuppen, und einen Nachrichtenwert hat das Ganze von unter Null. So läuft es eben in den USA, die Riesendemokratie-Show. Und man spricht vom Präsidenten der USA als dem mächtigsten Mann der Welt, weil er doch auch der Präsident vom mächtigsten Land der Welt ist. Daran sehen wir, dass die USA und ihre Bevölkerung die maximal vorstellbare Distanz zwischen Selbsteinschätzung und Realität erreicht haben. Das Spiel ist aus, heißt der Titel. Naja, und die Realität ist eben, dass das Spiel aus ist, denn die USA werden entweder hart aufprallen mit Biden oder einigermaßen abgepuffert, aber am Schluss genauso schlimm mit Trump. Trump wird höchstwahrscheinlich versuchen zu retten, was noch zu retten ist, und das Land für eine bestimmte Zeit auf die eigene Reparatur fokussieren. Daraus folgt, dass es aus dieser exponierten Hegemonialposition heraus manövrieren muss. Es bleibt ihm sowieso nichts anderes übrig. Und das wird dann so laufen: Wir ziehen uns zurück. Wir ziehen uns zurück, werden die Amerikaner natürlich nicht sagen, sondern das wird verkleidet und brusttrommelnd in die Öffentlichkeit geschrien. Wir werden noch mächtiger, wird das heißen, indem wir uns zurückziehen. Und man wird einige Bündnispartner im Regen stehen lassen, denn da wird es heißen, die nutzen uns aus, das können wir uns nicht gefallen lassen, das beenden wir nun. Naja, und wenn wir ein bisschen über die Grenzen schauen, wenn wir einen Blick werfen auf Russland und die USA, dann sehen wir, haben in den USA einen erkennbar ausgeleierten und zerfallenden Präsidenten, eine Marionette im Weißen Haus. Und auf der anderen Seite dann doch einen klugen und starken Präsidenten in Russland, wie übrigens auch in China. Und Russland mittels Putin
verpasst dem Wertewesten einen schmerzhaften Stich nach dem anderen. So wird die NATO inzwischen als das vorgeführt, was sie ist und was auch kaum mehr zu übersehen ist, nämlich eine impotente Clown-Truppe. Deutlich zu sehen war es bei der Ausstellung sogenannter westlicher, ich betone Werte, westlicher Waffensysteme in Moskau, die mit großem Tohuwabohu betrieben wurde. Da wurden Leos, Abrams und so weiter ausgestellt, als Kriegsbeute von den Betrachtern, von der normalen Bevölkerung empfunden. Und das war sie ja auch. Diese Ausstellung wäre natürlich weder technisch noch kriegstechnisch noch sonst irgendwie nötig gewesen. Nein, es war eine bewusste Demütigung des Westens. Denn dieser Westen musste zusehen, wie seine tollen, super überlegenen Waffensysteme nicht nur abgeräumt wurden, sondern auch von den gewöhnlichen Russen einfach mal betatscht und betrachtet wurden und eben als Beute gesehen wurden. Und der Ruf gen Westen dieser Betrachter war letztlich: Ja, wo sind sie denn nun, eure so tollen und überlegenen Waffensysteme? Wir haben bisher nur Schrott gesehen, jedenfalls nur Zeug, das für uns längst nicht gut genug ist. Wir sehen, und auch das ist nicht mehr zu übertünchen, inzwischen eine massiv überlegende Produktionsleistung und Fähigkeit des russischen militärischen industriellen Komplexes. Da hält der Westen nicht mit, obwohl der früher produziert hat wie verrückt, aber da ist eben Trägheit und Korruption entstanden. Da hält einfach der Westen nicht mehr mit. Und wenn da noch so viele schöne Videos gezeigt werden von Reisners und Konsorten, es ändert nichts an dieser Realität. Die Russen haben überlegene Waffensysteme und inzwischen natürlich auch durchtrainierte, überlegene Soldaten. Es geht dabei nicht nur um Hyperschall, sondern es geht auch um die ganz praktische Einsatzmöglichkeit, Verwendbarkeit und auch das Zusammenarbeiten zwischen Soldaten und den Waffensystemen. Der Wertewesten hat auch in einem anderen Bereich versagt. Er wollte Russland mit einem Sanktionsterror auf die Knie zwingen. Hat nicht geklappt. Russland kann einigermaßen zufrieden verkünden, dass man durch die Sanktionen sogar noch stärker geworden ist als vorher. Und hochinteressant übrigens auch wieder für alle, die in Rubelanleihen investiert haben. Denn die EU plante ja, diese Erträge daraus zu verwenden, um einen Wiederaufbau in der Ukraine zu finanzieren. Da hat Saudi-Arabien reagiert. Saudi-Arabien hat den EU-Staaten tatsächlich eine saftige Ohrfeige verpasst. Denn Saudi-Arabien hat erklärt, dass das Land Saudi-Arabien die EU-Schuldenpapiere verkaufen wird, falls russische Vermögenswerte, ich sag's wie es ist, geklaut werden und in die Ukraine verschoben werden. Da haben die einfach mal ihren Krummsäbel gezeigt. Und das Schöne dabei, es wirkte. Die Diskussion in der EU über die Verwendung dieser Gelder ist hier erstmal versagt, denn das würde der EU, das würde der EZB ernsthafte Probleme bereiten. Auch andere Länder entfernen sich immer mehr vom Wertewesten, der nur noch ein Schatten seiner selbst ist, und wenden sich halt anderen Partnern zu. Und wir wissen, dass die BRICS hier eine große Rolle spielen. Das Spiel ist aus, der Westen wird seine Machtposition nicht halten können. Es wird nicht mehr so leicht sein in der Zukunft für die wertewestlichen Länder, geführt von dem Hauptleuchtfeuer der Demokratie, den sogenannten USA, andere Länder einfach mal so in Schutt und Asche zu legen und auszuplündern. In Frankreich, auch da, wenn wir noch kurz hinschauen, da haben die Linken gewonnen. Ja, die haben gewonnen mit viel Schieberei, Trickserei, Zusammenpacken von allen möglichen Parteien, die letztlich auch gar nicht zusammenpassen. Dennoch haben in Frankreich die Franzosen die sogenannten Rechtsextremen gewählt, und zwar in erheblichem Ausmaß. Und deshalb ist das, was die Linken hier noch geschafft haben, nämlich sich in die Regierung zu retten, ein Pyrrhus-Sieg. Und dieser Pyrrhus-Sieg, der wird noch einiges an Tribut erfordern. Wir sehen ja auch schon, dass einer der mächtigeren linken Fraktionen, der Chef dort Mélenchon, für bessere Beziehungen mit Russland ist. Also auch da kommt Bewegung rein.
Ja, dass die Erkenntnis wächst inzwischen, alles, was man versucht hat gegen Russland, ist gescheitert. Ich meine, da waren ja auch wirklich kompetente Leute damit beschäftigt, wie die Baerbock. Und wenn die natürlich meint, dass man mit Sanktionen dieses Land in die Knie zwingen kann, dann hätte man erwartet, dass es stimmt. Aber selbst eine hochkompetente Figur wie die Baerbock kann sich mal täuschen. Ja, und damit müssen wir eben jetzt leben. Man hat das Land nicht in die Knie gezwungen. Wer wirklich schwächer und schwach geworden ist, ist vor allen Dingen die EU. Die Probleme in der EU sind inzwischen so extrem, dass, wenn nicht bald gegengesteuert wird, diese EU daran zugrunde gehen kann. Ja, und inzwischen haben all diese paar verstreuten wertewestlichen Politiker, Banden hätte ich fast gesagt, nein, Politiker und ihren Parteien, eine äußerst antirussische Position eingenommen. Wohin das führt, wird man sehen. Es kursieren auch immer wieder Vermutungen durch die sozialen Medien, dass die Russen Europa, also EU-Europa, angreifen könnten. Naja, es ist alles nicht auszuschließen, aber auf der anderen Seite kann man sich natürlich die Frage stellen, und das wiederum widerspräche jetzt Irlmayers Vorhersagen, wozu sollen die angreifen? Die können doch in aller Ruhe zuschauen, wie die EU sich selbst zugrunde richtet. Warum soll man sich hier den Stress antun? Und zum anderen, naja, die kommen doch von selber, die EUler. Also und zwar direkt vor die Haustür. Die schicken da ihre Soldaten hin, naja, und da werden es dann eben sowieso erledigt. Also die Russen müssen eigentlich gar nicht irgendwo hinrollen, weil sich der werte Westen und vorneweg die EU sowieso selbst erledigen. Das Spiel ist nämlich aus. Und es scheint auch so zu sein, dass das irgendwie doch gar nicht anders geht, als dass hier dann Soldaten der EU reingeschickt werden in die Ukraine, weil man es einfach nicht zulassen kann, dass Moskau gewinnt und dann seinen Willen durchsetzt. Und wenn dann Moskau doch gewinnt nach einigen toten EUlern, dann kann man zumindest sagen, ja, wir haben alles versucht, was möglich war. Ja, und diese Marionetten, diese Politiker-Marionetten und auch deshalb nochmal die Erinnerung, das Spiel ist aus, haben inzwischen fürchterliche Angst. Das hat auch was noch zu tun mit dieser Spritzmaßnahme. Sie erinnern sich, weshalb ja auch mein Kanal, der andere, der Thomas Trepner TV, gelöscht wurde. Also da entstehen Ängste, da ploppt immer mehr auf. Und vor einer Bevölkerung, die man nach Strich und Faden verarscht hat, belogen hat, betrogen hat, und auch noch ins Unglück getrieben hat, da darf man ruhig ein bisschen Sorge vor einem etwas härteren und einem nicht gerade allzu milden Umgang haben. Naja, und die großen Drahtzieher, die also diese Marionetten und Puppen hier bewegen, die werden sich rechtzeitig aus dem Spiel nehmen, die wollen ja da nicht draufgehen und die suchen sich dann ein neues Plätzchen, an dem sie andere Trottel finden, deren Fäden sie wieder ziehen können. Und wenn Trump die Wahlen gewinnt und Trump interessiert sich dann eben nur für die USA und für Israel, ja, dann schaut's schlecht aus in Europa. Er wird Ihnen erklären, dass die EUler ihren Krieg, ihren eventuellen Krieg gegen die Ukraine schon alleine führen müssen. Und dann wird die Angst dort noch wachsen. Cannabis ist ja legalisiert worden bei uns. Ja, und wir wissen, das ist eine Hanfpflanze. Und aus Hanf lässt sich ja so allerhand auch anderes Sinnvolles produzieren, was vielleicht unseren Politikern dann nicht so gefällt, aber vielleicht lernen sie die anderen Produkte, die mit Hanf oder aus Hanf hergestellt werden können, auch noch kennen. Deutlicher kann ich hier nicht werden. Wer es nicht versteht, aber es wissen möchte, schickt mir eine E-Mail. Ach ja, übrigens E-Mail. Unser Seminar zum Vermögensregister und Enteignung, also Vermögensverschleierungsbekämpfungsgesetz, findet am 5. Oktober statt. Es fühlt sich schon gut, also ein paar Plätzchen sind noch frei. Es läuft, glaube ich, sogar noch eine Frühbuchermaßnahme mit einem vergünstigten Preis. Wer Interesse daran hat, schickt uns einfach eine E-Mail an die unten genannte E-Mail-Adresse mit dem Stichwort Vermögensregister. So, nun aber wieder zurück zum Thema. Ja, Attentat auf Trump, sehr ungünstig für bestimmte, also Trump wäre, wenn er Präsident wird, sehr ungünstig für bestimmte Bereiche in den USA. Aus einem solchen Grund wird es dieses Attentat ja auch gegeben haben.
Wenn er gewinnt, dann wird er versuchen, irgendwie einen erträglichen Deal mit den EU-Europäern auszuhandeln, um die EU letztlich auch loszuwerden und die Verantwortung dafür loszuwerden. Das wird zwar vielen hier nicht gefallen, aber man kann dann zumindest darauf hoffen, auch wieder in eine einigermaßen funktionierende USA flüchten zu können. Ich sage die Bürger, ich meine aber nicht die normalen Bürger, sondern die, die es eh auf dem Plan haben müssen, irgendwohin über kurz oder lang zu verschwinden. Und das sind eben die, die dieses Land ruinieren. Dazu gehören fast alle, die in dieser grünen Pest mitregieren, aber auch einige andere Mitglieder dieses Regimes, die an und für sich vor ein ordentliches Gericht gehörten und entsprechend verurteilt werden müssten. Aber die werden sich ihre Fluchtwege allmählich schon sichern. Naja, und es ist natürlich trotzdem nicht auszuschließen, dass ein paar russische Streitkräfte einrollen und das dieses Mal nicht nur im Osten. Die NATO möchte ja wieder Langstreckenraketen stationieren, auch bei uns. Scholz ist ja schon wieder damit einverstanden, in vorauseilendem Gehorsam ist er ja da schon hingelaufen. Also ab 2026 soll die Stationierung erfolgen. Der stellvertretende Außenminister Russlands, Ryabkov, hat sich geäußert, hat gesagt, Russland wird militärisch antworten, was immer er damit meint. Also wir werden sehen, was 2026 ist. Da wird die NATO ganz anders aussehen als heute, wenn sie es überhaupt noch gibt. Und zum Abschluss noch ein Hinweis, also der ist natürlich wirklich erschreckend und auch sehr überraschend, denn wir stellen nun fest, dass nicht nur die Amerikaner am anderen Ende der Welt Militärübungen abhalten können. Nein, die Chinesen können das auch und sie machen das im Moment auch. Das ist ja unerhört und da sie ja noch so ungeschickt sind, machen sie diese Militärübungen tatsächlich gemeinsam mit Weißrussland und das auch noch direkt an der Grenze zu Polen und das wiederum keine 50 Kilometer von der Grenze der Ukraine entfernt. Aber da brauchen wir uns alle keine Sorgen machen, denn wir wissen, diese Militärübungen haben nur einen Zweck. Sie dienen der Bekämpfung von Terrorismus, sind also völlig normale und unschuldige Dinge. Und andere Gründe kann es ja gar nicht geben, weil der werte Westen würde doch niemals auf die Idee kommen, in Weißrussland eine Farbrevolution anzuzetteln. Also hat er ja auch noch nie gemacht. Und die NATO schreit rum, dass China seine Bündnispartner unterstützen würde und auch seinen Freund Russland militärisch unterstützen würde. Da kann man doch nur feststellen, das ist doch Quatsch. Die chinesischen Soldaten sind doch nur gekommen, weil sie schon lange mal mit den weißrussischen Kollegen mit einem Bierchen anstoßen wollten. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal.